Es ist Montag, der 21. Juni 2021. Hier ist das SKB-Journal mit folgenden Themen. Corona-Zahlen, keine Neuinfektionen, Inzidenz bei Null. Blow-up, Betonplatten kommen wieder hoch und Sommer 2021, ein Projekt des Stadtmuseums. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit dem SKB-Journal. Wenn man es liest, dann wirkt es geradezu unwirklich, aber die 7-Tage-Inzidenz der Havelstadt liegt bei Null. In den letzten 7 Tagen gab es keine Neuinfektionen und auch stationär wird niemand behandelt. Lediglich 5 Personen befinden sich in Quarantäne. Ja, und bei großer Hitze kann es immer wieder zu sogenannten Blow-ups kommen. Das ist nichts anderes als ärgerliche Straßenschäden. Alle Jahre wieder ist die Magdeburger Landstraße davon betroffen. Aufgrund der Hitze dehnen sich die Platten an der warmen Oberfläche aus. Die Unterseite bleibt dagegen vergleichsweise kühl. Es kommt zur Wölbung der Platte und später zum Bruch. Der Bereich in der Magdeburger Landstraße, an dem das passiert ist, ist abgesperrt und wird nun ausgebessert. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Ich konnte nicht mehr länger wandern. Das Radfahren ging schwer. Treppe steige. Katastrophe. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Knobi, Knobi, und du bleibst vital. Knobi Vital basiert auf der Unterstützung einer gesunden Herzfunktion durch den positiven Effekt des Knoblauchs. Also ich kann es nur weiterempfehlen, es hat tatsächlich was gebracht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung unter 07528 20 6000. Sommer 2021, so heißt das neue Projekt des Stadtmuseums und gedacht ist das für die ganze Stadt. Jeder wird gefragt, wie sind die Pläne für den Corona-Sommer 2021? Ist alles wie vorher oder ganz anders? Haben sich Prioritäten verschoben oder sogar Lebensziele? Worauf freut man sich besonders? Jeder, der mitmachen will, kann sein persönliches Stimmungsbild kreieren und es für eine Ausstellung zur Verfügung stellen. Informationen zum Projekt und zu 2 Filmworkshops gibt es unter www.stadtmuseum.stadt-brandenburg.de. Ja, und wir kommen jetzt zu den Wetteraussichten mit dem SKB-3-Tagestrend. Die große Hitzewelle am Wochenende hat ja vielerorts in Europa ihren Tribut gezollt in Form von großen Gewittern oder schweren Gewittern. Mit dem leichten Regen in der Nacht zum Montag waren wir dann noch ganz gut dran. Und auch in den nächsten Tagen bleibt es trocken, nur die Temperaturen sind deutlich angenehmer. Ansonsten ist das Wetter schnell erzählt. Dienstag 24 Grad, Mittwoch 25 Grad und Donnerstag wieder 24 Grad. An allen Tagen scheint die Sonne. Tja, und das war's dann auch schon wieder, das SKB-Journal vom Montag. Ich verabschiede mich. Tschüss, machen Sie's gut.